Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, tatsächlich spielen wir Homeless, also obdachlos, heimatlos. Deswegen habe ich auch meine absolut verschrubbte, runtergekommene Mötze angezogen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was hier passiert. Im Hintergrund sieht man so eine Großstadt. Es sieht eigentlich ziemlich cool aus mit dem Mond, den Vollmond. Nee, hör auf zu heulen. Hör einfach auf zu heulen und start das Game. Ohne Schmarrn. Brooklyn, New York, 1998, wunderschönes Jahr. Da war ich wahrscheinlich so 78 zu der Zeit. Es ist 78 als uralter Horror-Gamer. Das Theater sieht cool aus. Sieht richtig cool aus. Rock'n'Roll steht da, jawohl, ist genau meine Musikrichtung. Und hier sind wir anscheinend im Rotlichtviertel. Ich hasse diese verdammte Stadt. Warum? Die schaut cool aus. Die Reichen sind in den Penthäusern und genießen das Leben, während die Armen hier unten sind und ums Überleben kämpfen. Seit 45 Jahren will ich eines Tages ganz oben sein, aber es war alles eine Lüge. Ich bin noch immer hier unten und muss diese blöden Züge bewachen für einen Hungerlohn. Aber ist doch nicht schlecht. Züge bewachen ist doch was Schönes. Ich meine, ich mag Züge. Ich mag Züge. I like trains. Nein, ohne Scheiß. Sieht richtig cool aus. Es ist leider wieder mal dunkel. Es gibt keine Helligkeitseinstellung. Das macht mich in Horror-Games manchmal echt platt, muss man sagen. Okay, hier kann man, glaube ich, richtig leicht umgebracht werden. Dann schaut euch mal diese Hintergasse an. Also ich spüre schon jetzt, wie mir jemand ein Messer in die Kehle hält. Ich muss diese Züge bewachen. Dann sollte ich das auch tun. So. Also ein Zug, zwei Züge. Da hinten leuchtet irgendwas. Ja, genau. Das wünschte ich mir in meinem eigenen Leben, dass mein Leben mir mal zeigt, wo soll ich eigentlich hin? Wo soll ich eigentlich hin? Ah, in diesen Eingang. Aha, die U-Bahn-Sicherheit. Ich bin bei der U-Bahn-Sicherheit. So, sehr gut. Sicherheitsmann bei der U-Bahn. Mein absoluter Traumjob. Mach auf. Also mach ich bin Sicherheitsmann. Ich habe sogar einen Fernseher hier drin. Da kann ich mir jedes Mia Adler-Video anschauen, das ich möchte. Nur das Telefon ist nicht aufgelegt. Ja, ich kriege auch die besten Kanäle rein. Dankeschön. Dankeschön, vielleicht habe ich zu viel ferngeschaut während der Arbeit. Deswegen wurde mir das Kabel durchgeschnitten. Okay, was sehen wir hier auf den Bildschirmen? Okay, Züge. Züge. Ist das jemand? Sehe ich einen Schatten, oder? Sehe ich überall irgendwie einen Schatten? Also eigentlich sieht das alles total sicher aus, muss ich fast gestehen. Aber hier ist irgendwas. Ah, meine Sicherheitskarte. Großartig, ich bin Albert Smith, Security Officer. Albert, hier ist der Albert, Sicherheitsmann. Sehr gut. Ich möchte diese Karte nicht mitnehmen. Anschauen. Aha. So. Was steht hier? An alle Nachtwachen. Okay, es geht darum, dass Obdachlose in die Metro eindringen während der Nacht. Liebes Team, uns ist aufgefallen, dass es viel mehr Vorfälle von Obdachlosen gibt, die Unterschlupf suchen in der alten Station. Natürlich verstehen wir das, aber es gibt Sicherheitsrisiken für sie selbst und für unsere Leute. Kurz gesagt, wir müssen schauen, dass wir niemanden in der Nacht reinlassen. Wir müssen es reporten. Okay, okay, okay. Und tatsächlich müssen wir sie anscheinend wegschicken. Überhaupt kein Problem. Das machen wir dann. Also, wir müssen obdachlos wegschicken. Ah, ich muss diese Kameras checken. Ich bin so müde. Okay, ich muss die Kameras checken. Das ist eine Kamera in meiner Kamera? In meinem Raum? Okay, schauen wir mal die Kameras durch. Also, hier ist überhaupt nichts. Das sind meine absoluten Lieblingszüge. Die S3 kommt nie. Nein, ohne Scheiß, wer in München lebt. Und man versucht dann mit der S3 zu fahren. Diese Bahn gibt es nicht in München. Also, die ist zwar angeschrieben, dass da gelegentlich mal was fährt, aber es fährt nie was. Hier ist auch niemand, keine Obdachlosen. Das ist ein Mülleimer, den ich für einen Menschen gehalten habe. Okay, okay, nein, es ist überhaupt niemand hier. Ich muss hier, Sicherheitsofficer Albert. Hier ist der Albert, hören Sie? Wenn Sie zufälligerweise obdachlos sind, Sie dürfen hier nicht rein, es könnte Sie Ihr Leben kosten. Sieht super unheimlich aus, der Fleck, den ihr da links seht. Sieht irgendwie aus wie so ein Menschenfleck, aber es ist nichts. Okay, das ist mein eigener Raum. Mein Gott, da stehe ich da wie der Pfosten. Stehe ich da wie der Pfosten und guck. Großartig. Jetzt sehe ich hier jemanden.
Sehr wohl mein Job hier zu schauen, ob Leute da sind und sich nicht selber in Gefahr bringen. Oh Mann, schon wieder ist was durchgebrannt. Ich muss das erledigen. Ich muss das erledigen. Ich schaue noch mal auf die anderen Monitoren. Ja, hier sehe ich eigentlich niemanden, glaube ich. Scheint okay zu sein. Ja, da haben wir den wahnsinnig engagierten Sänger und die Trittleiter. Scheint aber auch total okay zu sein. Was ist das? Sieht aus wie ein komisches Spinnending an der Wand. Ich glaube, also so ein Job könnte echt unheimlich sein. Okay, ich sehe hier niemanden, aber wir haben anscheinend ein technisches Problem, also sollte ich das wahrscheinlich fixen. Kann ich das hier mitnehmen? Nein, ohne Schmarrn, mit dem Gesicht glaubt mir keiner, dass ich kein entflohener Straftäter bin. So, Sicherheitsmann Albert rückt aus. Hoffentlich bin ich bewaffnet. Nein, wirklich hoffentlich bin ich einfach bewaffnet. Das wäre super blöd, wenn nicht. Guck noch mal kurz hier hinten. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Secrets oder sowas gibt. Scheint eine Tür krass unheimlich zu leuchten. Und was ist das hier? Was ist das? Nein, ohne Scheiß. Ich verstehe das nicht. Ist das ein Rettungswagen, der hier eingeklemmt dasteht? Scheint vielleicht irgendein Club zu sein. Das Chinese. Das Chinese. Selbst die wunderschönen Prostituierten im Chinese. Ich lebe es. Ich lebe es. Nein, hör auf. Wir gehen jetzt nicht Prostituierte jagen. Wir gehen jetzt lieber jagen. Besuchen. Besuchen. Wir gehen jetzt. Ich bin wirklich kein Prostituiertenkiller, ich verspreche es euch. Wir gehen jetzt einfach runter und schauen mal, dass wir das erledigen konnten. Ah, hier runter muss ich. Gut, Station 4, 5 und 6 fährt hier. Das ist großartig. Aufmachen. Sicherheitsmann Albert rückt aus. Es ruckelt ein wenig. Komm, entruckel dich mal. Dankeschön. So. Das ist richtig unheimlich hier unten. Habe ich eine Flashlight? Was? No Pistol in Equipment? Ich brauche keine Pistole, ich brauche eine Flashlight. Das würde vollkommen reichen. Ich brauche keine Pistole. Ey, Hochspannung. Bitte nicht berühren. Na gut. Dann werde ich nur ganz vorsichtig meine Eichel daran hängen, um den Eichelkäse zu rösten. Nein, hör auf. Auf. Du röstest jetzt keinen Eichelkäse. XXX. Triple X. Was gibt's da? Nein, wirklich, was gibt's da? Oh, Soda gibt's hier. Ich hätte gerne eine Soda. Kann ich mir eine ziehen? Nein, kann ich mir nicht. War ja klar. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier entlang muss oder da entlang muss. Wir probieren es mal da. Ich kann ein bisschen schneller gehen. Okay, hier ist zugesperrt. Ein bisschen schneller gehen, wenn ich laufen drücke. Aber dann ist es auch trotzdem auch nur so ein gemütliches Spazieren. Hallo? Die Dinger sollten funktionieren. Ja, vielleicht sind die jetzt nachts gesperrt. Vielleicht sind sie das nachts gesperrt. Also hier ist irgendwo was durchgebrannt. Aber wo? Hier auch nicht. Vorsicht! Hier ist es sehr nass auf dem Boden. Aha, hier ist es anscheinend kaputt, hä? Wir spritzen dann nur einen Funke nach dem anderen. Aber wie komme ich hier durch? Ich müsste doch den Schlüssel haben, wenn ich Sicherheitsmann bin, oder? Ich brauche einen Schlüssel. Willst du mich verarschen? Ich dachte vielleicht, dass ich den Schlüssel hätte, wenn ich der Sicherheitsmann bin. Okay, wir gehen auf eine komische Schlüsselsuche. Ich bin überhaupt nicht ausgerüstet für meinen Job hier. Ich bin für meinen Job hier überhaupt nicht geeignet. Ich habe nie mal einen Schlüssel und Zugang für irgendwas. Na großartig. Sicherheitsmann Alberts erster Arbeitstag und er mich sofort unten in der U-Bahn eingesperrt. Das ist großartig. Das ist absolut genau das, was ich geplant hatte. Das wirkt auch überhaupt nicht inkompetent. Dankeschön. Wo könnte hier ein Schlüssel sein? Hier liegt was. Ha. Sehr gut, sehr gut. Genau das wollte ich machen. Ich wollte hier durch. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe irgendeine komische Vision gehabt, wo irgendwer auf jemanden einprügelt. Und dann habe ich ein Klopfen gehört. Okay, das ist ganz seltsam. Das ist wirklich ganz seltsam. Müll bitte hier hin. Also hier geht's weiter runter. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Ich habe jetzt schon fast eine Vermutung, was passiert werden könnte. Ohne Schmarrn, ich spiele dieses Spiel seit nur ein paar Minuten. Kann sein, dass wir irgend so ein Psycho in Wirklichkeit sind und Jagd auf Obdachlose oder so machen. Das ist vollkommen überbelichtet. Eure Werbung ist überbelichtet. Ich sehe nur
Richtig dicke Kartoffeln, Premium-Kartoffeln. Join the team of Premium-Kartoffeln. So. Nee, es gibt ja immer so Geschichten in Japan oder so, wenn Jugendliche irgendwie Jagd auf Obdachlose machen und die anzünden. Ganz schrecklich sowas. Ganz schrecklich sowas, weil ich meine, warum muss man sich an Leuten vergreifen, die eh schon irgendwie am Ende sind oder total unten angekommen sind? Warum muss man da noch nachtreten? Also vollkommen abartig. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich recht habe, ob es tatsächlich irgendwie damit zu tun hat. Das wäre ganz finster. Rock'n'Roll steht hier wieder. Aha, wir haben den Schlüssel. Okay. War mir nicht sicher, was für ein Schlüssel? Ein Handspeaker! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Officer Albert, bitte ziehen Sie Ihre Hose jetzt aus! Nein, hör auf! 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 Lass nicht mit dem Lautsprecher sagen, dass die Leute ihre Hose ausziehen sollen. Okay, aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Hilft mir schon mal weiter. Ja, ich habe schon wieder Klopfen gehört. Verzeiht, ich habe ein bisschen Erkältung. Wer klopft denn hier die ganze Zeit? Ist ja total nett, dass hier geklopft wird. Ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Mal schauen, für was dieser Schlüssel ist. Reicht hierfür? Bin mir nicht sicher. Was ist das? Müll. Lucky Stars Cigarette. Wow. Das ist die Billigversion von Lucky Strike vielleicht. Wir wissen es nicht. Cool, dass ich hier Zigaretten gefunden habe. Das ist großartig. Aber hier ist es super finster hier drin. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas brauche. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas brauche. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir gehen nach oben. Es gibt zwei Räume, die da abgesperrt waren. Das war zum einen der Raum auf der linken Seite und dann natürlich noch. Was gab es hier nochmal? Nein, hier kam ich nicht weiter. Ja, super. Eine U-Bahn ist halt aber auch ein kleines Labyrinth, wie die hier aufgebaut ist. Also normalerweise denke ich nicht, dass eine U-Bahn so aufgebaut ist, dass man sich leicht verirren kann. Okay, wir müssen hier durch. Entschuldigung. Ach Gott, ich hab's eilig. Komm, beeil dich. So, schön. Habt ihr auch immer so Schiss, dass ihr das Gefühl habt, man könnte sich hier einklemmen? Sich hier einklemmen und einfach zerklort werden? Also, das ist ja auch teilweise bei mir. Nee, also das war nicht der richtige Schlüssel. Bei irgendwelchen Rolltreppen so, dass ich das Gefühl hatte, mein Gott, was, wenn ich meinen Fuß frisst. Also mich unter die Rolltreppe zieht und ich dann das Ding unter der Rolltreppe bin. Aha, sehr schön. Kümmern wir uns mal um das Stromproblem. Kümmern wir uns mal ganz fix um das Strom. Solche Geräusche macht es. Weißt du, vielleicht, wenn es solche Geräusche macht, soll es vielleicht einfach nicht an Strom rangehen. Ja. Ja, wir haben es zumindest ausgeschalten. Ich glaube, unser Job hier ist erledigt. So, Job's done. Großartig war's. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Warum konnte ich die Zigaretten so krass anschauen? Nein, wirklich, es gibt so ein paar Gegenstände, die konnte ich angucken. Hä? Wer ist da? Hat niemand gesehen? So. Wie geht's weiter? Hat hier jemand eine Tür aufgemacht? War jetzt so dunkel wie in jedem Horrorspiel. Ich sehe es nicht genau. Unheimliche Geräusche. Summt hier jemand vor sich hin? Summt hier jemand? Ey, wir gehen mal der Stimme nach. Mir ist wirklich ganz unwohl, liebe Kultisten. Mir ist wirklich super unwohl. Hallo, ich bin vielleicht auch nur ein armer Sicherheitsmann. Bitte, bitte töte mich nicht. Töte mich nicht. Okay, Kartonagen überall. Tür ist zu. Die ist auch zu. Okay, es könnte jederzeit irgendwo was rauskommen. Hast du jemals das Weinen eines hungrigen Mannes gehört? Du, jeden Tag, ich bin zufälligerweise ein absolutes Snowflake. Wenn ich Hunger habe, fange ich sofort das Weinen an, nach meiner Mama zu schreien. Also ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Meistens esse ich eh zu wenig oder vergesse zu essen. Das sieht man meiner wunderbaren, dünnen Statur überhaupt nicht an. Hier geht's nicht weiter, hier ist ein Invincible Wall. Okay. Ja, jetzt habe ich es angeschaut. Eine Tür sich öffnen hören.
Okay. Und wenn du Hunger hast, ich könnte dir ein Subway-Sandwich anbieten, ein Gutschein dafür. 30 Zentimeter Chicken Teriyaki Meatless, das wäre großartig, nicht wahr? Ach, wer hat denn sowas Schönes gemalt? Hier ist die kleine Lotte, hier ist der kleine Lotto und hier ist der kleine Litti. Nein, ich weiß nicht, warum die alle so scheiße heißen, ohne Schmarrn. Was steht hier? Irgendwas ist da umgefallen. Hab keine Angst vor den Schatten in den Gassen. Es ist nur ich, der dich immer beobachtet. Dankeschön, das freut mich total. Hier lebt ein Obdachloser, ich sehe es ganz genau. Hören Sie mal, das ist vielleicht mein Raum, wo ich auf meiner kleinen Misttafel irgendwas rummale. Hier, das ist auch mein Alkohol, du Penner. Zeigst du mir meinen Alkohol weg? Deine Frechheit. Was haben wir hier? Crumpler Stout säufst du mir weg, mein Crumpler Stout. Und meinen köstlichen Kaffee. Verlorene Familie, verlorene Heimat. Ich habe alles verloren. Das Gefühl, ich könnte hier auch alles verlieren. Okay. Vorschlag, lieber unheimlicher Obdachloser. Wir teilen uns. Wir teilen uns einfach. Oh Gott, das will diese Spritze teilen wir uns. Du schläfst einfach hier und ich kuschel mich des Nachts mit dieser Matratze hier an dich an. Wir machen Löffelchenstellung. Ist es ein Deal? Löffelchenstellung for all? Bin mir nicht sicher, ob er Löffelchenstellung machen möchte. Hallo? Hallo, hallo? Oh nein, da vorne brennt das Licht. Hey, da vorne brennt das Licht. Anscheinend gehen wir jetzt hier weiter. Ja, klar. Flackernde Lichter sind in Horrorgames immer ein ganz gutes Zeichen. Da sind wir in Hochsicherheitstrakt. Was ist denn das Problem hier? Okay, da steht Hilfe. Ja, bitte nicht das Gesicht hier reinstecken. Auch wenn es mein Gesicht nur schöner schreddern könnte. Mein Gesicht könnte es nur besser machen, aber bitte nicht da reinstecken jetzt. Warum ist hier so ein Ding mit Hilfenbanner? Mir ist echt ganz unwohl hier unten. Es ist gut gemacht, mir ist super unwohl bereits jetzt. Ich habe noch nicht mal irgendwas gesehen. Bin gespannt. Ich hoffe, dass das Game nicht daraus besteht, dass wir immer nur Sachen hören. Würde auch gerne wissen, was mich wirklich verfolgt. Aber vielleicht sehen wir es bald genug. Vielleicht ist noch irgendein Obdachloser hier unten reingekommen. Ja? Okay. Mann, hier muss mal gewartet werden. Schaut euch mal diese Drecks-U-Bahn an. Nein, wirklich, schaut euch diese Drecks-U-Bahn an. Okay. Es geht hoch. Es geht wieder hoch. Okay, vielleicht sind wir wieder draußen. Gute Nachrichten, vielleicht sind wir wieder draußen. Es ist nichts passiert. Los geht's. La 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 la. Okay, wir sind exakt da, wo wir rausgekommen sind, glaube ich. Ich habe voll die Orientierung verloren. Irgendwie sind wir echt im Kreis gelaufen. Total crazy. Total crazy. Dann gehen wir jetzt wieder in unsere Wachstation. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Soweit. Ey, es kann sein, dass da vielleicht ein Obdachloser ist, aber das muss uns ja nicht weiter stören. So, Subway Security. Mein Gott, immer wenn ich Subway lese, kriege ich Hunger auf Sandwich. Ohne Scheiß. Er hat meinen Zettel vielleicht mitgenommen, weiß ich jetzt nicht genau. Fernsehen läuft trotzdem nur Mist. Aber ich kann. Halt, warte mal! Schau dir das an! Da steht einer! Wir schauen uns das mal aus. Nee. Gottes Willen. Was macht dieser Typ in der U-Bahn-Station und warum ist der so verdammt groß? Nein, wirklich, warum ist der so verdammt groß? Will der irgendwas kompensieren? Ich weiß es nicht. Okay, der sieht super creepy aus. Warum siehst du einfach aus wie so eine wandelnde, wie ein wandelnder Schlafanzug? Echt wandelnder Schlafanzug mit Opa-Gesicht. Ja klar, das ist jetzt nicht mein Albtraum. Das ist bestimmt nicht mein Albtraum, das mich hier aus der Kamera anschaut. Dankeschön, Dankeschön. Ich liebe meinen Job. Ich habe jetzt richtig Lust, da runter zu gehen und ihm zu sagen, dass er gehen soll, weil er so harmlos aussieht. Hey, könnte ich bitte ein Maschinengewehr und einen Flammenwerfer haben? Ich arbeite nur bei der U-Bahn-Sicherheit, aber ich hätte gerne einen Flammenwerfer und eine Bazooka. Ach, Gottes Willen. Ja, das ist einfach Krähengesicht unten. Ich freue mich. Ich freue mich total. Okay, dann gehe ich jetzt nach unten und verscheuche den. Klar.
Klar, easy. Der ist ja auch Gott sei Dank nicht 1,5 Meter größer als ich. Ich bin wahrscheinlich schon relativ groß. Okay, gib mal Gas. Gib mal Gas. So, Sir! Hier, Hauptverantwortlicher Albert, verpissen Sie sich aus der U-Bahn. Nein, wirklich, verschwinden Sie aus der U-Bahn. Ist das Licht ausgegangen? Vielleicht ist es normal, dass super spät das Licht ausgemacht wird. Vielleicht ist es aber auch überhaupt nicht normal. Okay. Okay, ich muss sagen, meine Eier sind mittlerweile nur noch so groß. Das ist gut, wie Erbsen. Kannst du eine Erbsenpistole verschießen? Das Game macht mir tatsächlich ziemlich Stress. Der macht mir ziemlich Stress. Ich habe echt keine Lust, da runter zu gehen. Und dieses Ding da zu treffen. Weil der sieht nicht aus wie ein normaler Mensch. Irgendwie sieht der gar nicht mal so wirklich menschlich aus. Okay, gehen wir mal runter. Was soll denn schon passieren? Nein, wirklich, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Kann bestimmt nichts Schlimmes passieren. Ist ja Gott sei Dank nur mein Leben. Mein blödes Arbeitsleben. Hallihallo. Okay. Wir ruckeln wieder mal ein bisschen, nachdem der neue Untergrund geladen ist. Hallihallo. Sir. Sir, wenn Sie hier irgendwo sind. Ich habe ein Megafon. Bitte, bitte entkleiden Sie sich komplett und legen Sie Ihren kleinen Schlafanzug langsam auf den Boden. Nein, hör auf. 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 Ich will ihn wirklich nicht nackt sehen. Er ist riesig groß, das heißt, er hat auch einen riesen Pipi-Mann. Vielleicht genauso groß. Vielleicht genauso groß. Wie einen sehr großen Pipi-Mann, aber natürlich nicht so groß wie meinen. Er ist natürlich immer größer. Wollen jetzt nichts machen. Was ist das? Ey, wohnt hier unten jemand oder was ist das hier? Sieht fast aus wie eine Wohngegend. Als würde hier jemand seine Wäsche machen hier drin. Hallo? Ey, wir haben hier Boost Bottles, großartig. Wer was? Hallo? Irgendwas macht hier unheimliche Geräusche, so als würde jemand auf Eisenstangen hauen. Was ist das? Gottes Willen, das ist ein schreckliches Verbrechen, aber was ist das Verbrechen daran? Hast du jemand in der Mikrowelle gemacht? Sir? Sir, sind Sie mein Mikrowellenpopcorn? Sie schauen eher aus wie der Blob. Ja, okay, das ist super hässlich. Ich sehe schon, das ist ein kleiner Kochofen. Ja, es ist ein schreckliches Verbrechen. Hier wurde ein Gesicht zu wenig angebraten. Dieser Mann ist nicht durch. Ich möchte von seinem köstlichen Gesicht naschen, wenn er durch ist. Nein, 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 hör auf. Auf, der ist nicht durch, der ist noch nicht gut. Okay, jemand wurde hier im Ofen gegart. Ja, habe ich richtig Bock drauf, auch im Ofen gegart zu werden. Da drüben geht's weiter. Von hier sieht man es sogar noch ein bisschen besser. Ja, der ist richtig gut durch, Dankeschön. Schauen wir mal nach da hinten, was gibt's hier? Okay, Obdachlose, die Menschen kochen. Ja, genau. That's my life. Nein, ohne Scheiß, das ist jetzt mein Leben. Das ist mein Leben. Ich habe eine Autobatterie. Und, hä, was ist das? Feuerzeug, Benzin, ich weiß es nicht. Drehen wir das mal. Hier ist richtig viel Blut. Hier ist richtig viel Blut und ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht ist das ich habe keine Ahnung. Eine Spritze. Das ist eine alte Spritze. Okay, was macht die hier? Was macht so eine uralte Spritze hier? Was steht hier? Der köstliche Saft einfach nur, der hier angeboten wird. Ein kleiner Geschmack von menschlichem Auge und Hirn. Das ist absolut köstlich. Absolut köstlich. Ich möchte das. Nein, wirklich, ich möchte das sofort. Hört sich absolut köstlich an. Ich möchte Augenhirnsaft. Das ist eigentlich mein allerliebster Lieblingssaft. Augenhirnsaft. Was muss ich machen? Will ich die Spritze hier mitnehmen? Nee. Muss ich Augenhirnsaft sammeln? Ist aber nicht leicht, übrigens, Augenhirnsaft zu sammeln, ne? Hallo? Dankeschön. Da ist was. Da hat sich was bewegt. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es ohne Scheiß genau gesehen. Irgendwas ist da auf und ab gegangen. Ist noch immer zu. Es geht hier nach oben. Aber ich kann nicht nach oben. Hier war eine Bewegung. Hier wird Essen verkauft. Ja, danke schön. Danke schön. Was ist das für eine komische U-Bahn? Ja, da hinten ist Licht angegangen. Nein, wirklich, was ist das für eine saukomische U-Bahn?
Ich glaube, hier komme ich her, oder? Ja, hier komme ich her. Okay, gut, dass ich mich immer auskenne. Ich verirre mich nie. Wisst ihr ja, besonders in Spielen, die im Wald spielen, verirre ich mich nie. Nie. Okay. Das ist der Zeitungsstand. Okay, schauen wir mal, was in der Zeitung so steht. Vielleicht, dass irgendwer Menschen kocht in der U-Bahn. Könnte das sein? Steht das so in der Zeitung? Schauen wir mal. Zeitung stand halt auch zu wie alles andere im Leben. Ich schreie vor Einsamkeit auf einer vollen Straße, aber niemand hört es. Ja, blöd. Total blöd, wenn du sowas machst. Okay. My loneliness is killing me and I must confess. I still believe. Still believe. Okay. Komm doch von da oben, oder? Ich komme von da oben. Wo muss ich hin? Ich habe mittlerweile überhaupt keine Orientierung mehr. Wirklich kein Meter Orientierung habe ich mehr. Es baut sich echt langsam auf und das liebe ich an Horror Games. Bin nur gespannt, ob wir den Schrecken auch irgendwann sehen. Würde mich nämlich interessieren, aber wir haben ja schon diesen Obdachlosen gesehen. Er war schon super creepy. Der U-Bahn-Plan. Okay. Sagen Sie, Mr. Obdachlos, was ist denn Ihr Problem? Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Zum Beispiel, was ist das? Okay, wir haben Rohbeton gefunden und Straßenpflaster. Großart, genau das wollte ich hier. Warum kann man das hier anschauen? Nein, ohne Scheiß. So, hier haben wir die Change-Zigaretten. Das ist wunderbar. Ich sehe schon, hier wird hart geraucht. Was ist das denn? Hey. Sind Bilder aus der Vergangenheit, wie hier an der Bahnstation gearbeitet wird. Okay, hier sieht man, dass großteils die Subway Worker schwarz waren. Vielleicht war es ein sehr schlecht bezahlter Job. Kann sein, dass es zu dieser Zeit spielt. 1979, ja, du raus. Ich hab's nicht angefasst. Ohne Schmarrn, ich hab's nicht angefasst. Ich habe keinen Kaffee reingeschüttet. Er macht die ganzen Systeme kaputt. Wer macht die ganzen Systeme kaputt zum Teufel? Wer ist es denn? Dieser komische 2-Meter-Hannes. Der lange Lutz. Lange Lutz, wo sind Sie denn? Verflucht nochmal. Ohne Schmarrn. Moschi, Moschi, ich brauche Hilfe. Hier ist ein langer Lutz. Helfen Sie mir schnell. Bin mir nicht sicher, wie lang sein Penis ist. Aber er könnte länger als meiner sein. Schicken Sie Unterstützung von anderen Penissen. Nein. Hier muss ich jetzt weiter. Man muss sich immer merken, wo es Licht angeht, muss man eigentlich weitergehen. Bisher ist es ziemlich straightforward, das Game. Okay. Ja, klar. Damenklo. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Nein, hör auf! Hör auf, du bist so creepy. Du bist so creepy, ohne Scheiß. Ja. Ja, gut, die Sanitäranlagen funktionieren auch richtig super. Dankeschön. Freut mich total, dass denen so gut geht. Den Wasserhähnen. Ja, was mache ich jetzt hier drin? Hallo? Dreh hier am Rad, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay! Der Typ scheint echt alles kaputt zu machen. Bin der Schrauber. Ich mach nichts anderes als herumschrauben. Ich lieb's. Ist jemand in diesen Toilettenkabinen? Ne? Dann halt nicht. Dann gehen wir wieder. Und jetzt ins Männerklo. Ja, nur echte Männer gehen ins Männerklo. So schaut's aus, da ich einen Pipi-Mann habe und Pipi im Stehen machen kann, gehe ich jetzt aufs Männerklo. Ja, das ist der Club. Das ist der Club. Echte Männer. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe ein bisschen Angst. Nein, wirklich. Ich bin zwar ein echter Mann, aber ich habe super Angst. Habe ich den Schrubber hier gefunden? Irgendwie ist diese Kabine beleuchtet. Sag mal, Sir, geht's Ihnen gut? Mein Gott, der hat so hart geschissen. Der hat so hart gedruckt, dass ihm der Kopf geplatzt ist. Und mir ist nicht mal aufgefallen, dass hier überall Blut ist. Mein Gott, Sie dürfen nicht so hart drücken. Das ist schrecklich. Da steht Vulture. Vulture heißt Geier.
Okay, es geht um ein Penthouse in Manhattan. Sieht so aus, als wäre es beides verkauft worden. Keine Garantien wurden gemacht, keine Gewährleistung. Okay, es geht um 250.000. Und unten ist XXO unterschrieben, das Ganze ist blutig. Okay, vielleicht irgendwie Versicherungsbetrug oder sowas. Kann ja sein. Sind wir der Vermieter? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ein. Hallo, hier ist Sicherheitsmann Albert. Warum ist hier die Toilette? Oh, nein, 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 nein. Der Killer kehrt vielleicht zurück. Ich muss mich hier verstecken. Muss ich mich wirklich verstecken? Was passiert, wenn ich einfach hier bleibe? Mr. Killer, ich bin bewaffnet. Ich bin Sicherheitsmann Albert. Ich habe keine Angst. Ziemlich viel Angst. Ich habe wirklich ziemlich viel. Okay, ich gehe rein. Ich gehe schon rein. Ich verstecke mich. Okay, ich stelle mich hier aufs Klo. Ach du liebe Güte. Ah, ich kann sogar nah ranzoomen, um es mir näher anzuschauen. Hallo, Mr. Killer? What the show? Schaut euch mal den Ben an! Sag mal, geht's vielleicht noch? Der Killer ist leider 4 Meter groß. Ich fäkaliere hier nur, Sir. Sir, ich fäkaliere hier nur. Da kommt er nochmal. Ach du Scheiße. Nein, schau dich nicht nach links um. Schau dich. Willst du mich verkackeiern? Es ist doch kein Mensch. Nein, wehe, du schaust hier unten durch, dann siehst du meinen kleinen Pipi-Mann und meine erdnussgroßen Hoden. Die werden übrigens immer kleiner. Sei weg. Okay, du bist weg. Dankeschön. Dankeschön, ich mag's, wenn du weg bist. Okay, weißt du was? Kopfloser Kurt, hauen wir ab hier. Hauen wir ab hier, irgendwas stimmt hier. Es ist schweinedunkel hier drin. Ich verschwinde von hier. Ich verschwinde von hier. Emma, ich bin vollkommen unterbezahlt in meinem Leben. Ich verschwinde von hier und ich glaube, von hier aus komme ich. Okay. Okay. Da ist irgendein riesiges obdachloses Ding. Das will mich wahrscheinlich fressen. Nein, wirklich, das will mich, glaube ich, kalt machen. Ich sollte auf jeden Fall versuchen, nicht dem in die Hände zu laufen. Okay. Kann ich hier entlang gehen? Hat wahrscheinlich keinen Sinn, wenn es hier absolut dunkel ist. Hey, wo muss ich hin? Ich muss wahrscheinlich einfach nur raus hier. Versuch mal. Ich versuche einfach nur hier zu entkommen, ohne Scheiß. Okay, okay. Wir gehen in die U-Bahn. Ich habe eine Idee. Wir gehen in die verdammte U-Bahn. Nein, nein, falsche Richtung. Okay, okay. Abmarsch, Abmarsch. Okay, wir wollen nicht kopflos enden wie dieser Typ da. Hallo? Mach's vielleicht mal auf. Okay, okay. Hier ist schon mal viel besser. Weil hier sehe ich wenigstens, wenn er auf mich zukommt hier. Weil ich habe immer Schiss, wenn du um irgendeine Ecke gehst und dann steht schon das Ding und schreit dich an. Aber hier ist echt besser. Hier ist echt viel besser. Da hinten leuchtet irgendwas rot. Fahren um diese Uhrzeit noch Züge. Ich habe Fragen. Was steht hier? Oh nein, ja, hier stehen irgendwelche Straßen, aber nicht, wann die nächste U-Bahn kommt. Wenn es die Deutsche Bahn ist, kommt sie gar nicht. Da muss ich hier mein ganzes Leben verbringen. Als einer der Gestrandeten der Deutschen Bahn. Oh nein, eine Sicht. Hä? Hallo? Sir, wer sind Sie denn? Sicherheitsdienst. Hören Sie mal, Underground-Partys zu feiern. Ist nicht erlaubt. Bitte beenden Sie sofort Ihre Party. Gut. Was ist das? Von Züge durch. Nee, jetzt ist niemand mehr da. Okay, Reset. 666, Enter. Verdammt! Kann ich hier runter? Nein, ich kann hier nicht hier runter. Okay, ich brauche irgendeinen Code. Ich brauche irgendeinen Code, aber wo finde ich den? Das ist das erste Rätsel, das ich sehe. Ich habe keine Ahnung, wie ich es lösen soll. So, was steht denn hier zum Beispiel drauf? Nee, da sind keine Zahlen drauf. Ich brauche von irgendwoher einen Code. Aber wo könnte der sein? Kann ich wieder nach oben oder geht es gar nicht mehr? Kann ich nicht mehr zurück. Also muss der Code hier sein. Gut. Fangen wir mal an, genauer zu schauen. Warum sehen wir Sachen, die nicht da sind? Ich meine, dieser Typ ist doch bestimmt auch nicht ganz real, oder? Wird keinen Sinn machen. 626.
leuchten hier Lichter. Was kann nicht der Code sein? Halt, Moment, ich sehe da was. Das sind weiße Zahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes 7. 3. 7, 3. 7, 3, 8. 7, 3, 8, 7. 7, 3, 8, 7. Okay, muss man einfach nur ein bisschen gucken, dann geht's auch. 7, 3, 8, 7. Das ist ein Wunder. Mein Hirn funktioniert einwandfrei. Mein Gott, ich konnte mir 4 Zahlen innerhalb eines kürzesten Zeitraums merken. Ich weiß nicht, habt ihr auch so Gedächtnisprobleme mit Zahlen? Also bei mir ist es wirklich mit Zahlen am schlimmsten. Und die Leute sind immer entsetzt, wenn ich sage, hey, ich weiß so gut wie kein Geburtstag. Und wenn mir ein Geburtstag genannt wird, vergesse ich ihn wieder. Ich weiß gerade mal meinen eigenen Geburtstag und die allerwichtigsten, wirklich die mir eingeprügelt worden sind, die weiß ich, aber es hört schon bei jeglicher Freundschaft und so weiter aus, dass die Leute sauer sind, weil ich nicht ihren Geburtstag weiß. Okay, hier ist irgendwie komisch. Ah, frisches Regenwasser für mich. Hör auf, erfrisch dich nicht am Regenwasser. TSG, du hast hier eine Aufgabe, du musst hier vor dem irren Killer in der U-Bahn entkommen. Das war gar nicht mal so langsam am besten. Und hallo? Das habe ich schon gesehen. Hier ist eine Kamera gewesen. Hier ist eine Kamera irgendwo. Und hier habe ich den Irren das erste Mal gesehen. Take happy, be happy. Nimm das und du bist glücklich. Ach, so hast du den Montagmorgen-Blues? Dann friss einfach Medikamente und dann geht's dir gut. So ein Bullshit. Ja, wirklich so ein Bullshit. Wer nimmt denn einfach so Medikamente, wenn er schlecht, ein bisschen schlecht drauf ist? Also, ich verstehe schon, dass die natürlich vollkommen gut sind, Medikamente. Weil sie Krankheiten behandeln, psychische Krankheiten behandeln und so weiter. Aber so Werbung dafür machen, das wirkt so amerikanisch irgendwie. What the Scheiß? Ist das dein kleiner Eimer, den du hergerollt hast? Das ist super. Das ist super, hast du ja auch ein bisschen Feuer gemacht. Sag mal, warum wohnst du hier in der U-Bahn ohne Scheiß? Hallo? Sind wir jetzt Eimer Bros? Eimer Bros for life! Yay. Nein! Hör auf! Nein, was ist da? Das ist nur ein Obdachloser. Obdachlose, bitte, lassen Sie mich allein. Ich suche nur Unterschlupf. Überhaupt kein Problem. Du, ich auch. Wir können uns zusammentun. Das echt zusammentun. Du wirst uns niemals Leben kriegen, steht hier. Der sieht eigentlich ganz nett aus, der Typ. Wer sind Sie? Und was tun Sie hier? Bitte, ich will mich mit keinem anlegen. Bitte lassen Sie mich allein. Ich habe einfach keinen Unterschlupf und keinen Platz, wo ich bleiben kann. Bitte. Das ist echt finster. Das ist echt finster, weil es kommt einfach... Sowas kommt einfach direkt auch vor unserer Nase vor. Und, mach dir keine Sorgen, mein Freund. Ich tue dir nichts. Ich will nur sehen, ob du einen einsamen Mann gesehen hast, der wie ein Geier hier aussieht. Ich bin die ganze Zeit hier, aber... Da waren keine anderen Obdachlosen. Bitte schmeißen Sie mich nicht raus. Okay, überhaupt kein Problem, du. Ich schmeiß dich nicht raus. Nein, ich wäre echt schlecht in den Job. Aber ich könnte sowas nicht. Ich könnte sowas echt nicht. Okay. Ja, du kannst es jetzt wieder umdrehen und ihn nicht die ganze Zeit in die Fresse leuchten. Ja, okay, dann leuchtest du ihn weiter in die Fresse. Überhaupt kein Problem. Was hat der gute Mann hier? Ja, einiges an Pills. Großartig. Okay, hier ist eine Tür aufgegangen. Das war nur ein Obdachloser. Also der andere ist vielleicht auch ein Obdachloser, aber nicht diese Art von Obdachloser. Das ist irgendein Outsider, der andere. Okay. Wir verschwinden von hier. Nein, Armut ist echt ein Problem. Also wenn ich mir manche so Statistiken durchlese... Sag mal, geht's noch? Da schwebt irgendein großer, irrer Mann, der mich jetzt anschaut. Sag mal, das ist so unheimlich. Was hat der da gemacht? Hat der da balanciert? Oh, Vorsicht, dieser Zug fährt in absoluter Zeitlupe ein. Bitte, bitte gehen Sie vom Bahnsteig zurück. Es ist noch langsamer als die Deutsche Bahn. Großartig. Schauen wir da mal rein. Sieht man da irgendwas? Oder muss ich hier einsteigen? Was ist das für ein komischer Zug gewesen?
fährt hier einfach nur durch. Er sah auch uralt aus. Also so sieht doch einfach 1998 haben wir es doch. Keine U-Bahn aus, oder? Och, oder nicht? Ja, natürlich, das ist der normale Aufzug. Ja, steht auch noch Sicherheitsaufzug drauf. Ja, hier, Hochsicherheit. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ohne Schmarrn, ich will hier raus, aber das Einzige, was ich mache, ist immer tiefer reinzugehen. So, also wir sind auf den neuen Stock des Horrors angekommen. Bin mal gespannt, was dieses Game noch zu bieten hat. Ob es noch mehr so unheimliche Szenen hat. Ich finde es tatsächlich ganz gut, dass es einen nicht so krass beschmeißt im Moment mit dem Horror. Sind wir wieder hier draußen? Ich muss die Cops anrufen. Jetzt, bevor ich seine nächste Mahlzeit werde. Mein Gott, kannibalistische Obdachlose. Ich rufe die Cops. Ich rufe die Cops, njum, bin schon unterwegs. In meine kleine Schrubberbude. Jetzt hat die Cops uns rufen. Kannst mich mal am After lecken, Tür zu. Scheiße, was bist du denn für ein Penner? Aber wer bist du denn? Bist du ein Superheld? Bist du Superschrubber? Bist du der Eulenmann? Komm, ich geh jetzt nach draußen und schau mir den Eulenmann an. Wo geht's noch? Da geht's ihm. Ich werde paranoid. Okay, der sah irgendwie schon unheimlich aus, als wäre sein ganzes Gesicht verbunden. Ich kenne auch den, der kommt mir so bekannt vor. Kommt ihr euch auch bekannt vor? Entweder aus einem anderen Horror-Game? Entweder aus einem anderen Horror-Game? Oder aus irgendeinem Film? Cops. 110 Polizei. Ach, verflucht, das Telefon ist tot, so eine Überraschung. So eine Überraschung. Ja, was jetzt? Was jetzt? Ich hier irgendwo... Na, ja, da ist er wieder, der Irre. Irgendwo steht da. Ich glaube, dieser Typ wird meine Nacht in einen Albtraum verwandeln. Ich hab Hunger, kann ich dich essen? Nein! Nein, ich hab ein riesiges Chicken Teriyaki Sandwich für deinen Mund. Das kannst du vergessen. Schaut euch mal diesen Creep an. Das ist so creepy gemacht. Das ist so creepy. Nein, nein, du kannst mich nicht essen. Geht weg. Okay, okay. Weißt du was? Ich verpiss mich von hier. Hör auf, die ganze Zeit zu klopfen. Fluch nochmal, das macht mich wahnsinnig. Das ist so creepy, wie der Typ ausschaut. Den habe ich noch nie gesehen, ohne Scheiß. Ich habe noch nie so ein gruseliges Ding gesehen. Und ich spiele schon viele Horror-Games, aber der ist neu. Wo muss ich hin? Hier hinten hin. Hier hinten hin. Sehr gut, wir können nach hier hinten. Ohne Schmarrn, ich habe schon viel Shit gesehen. Aber das schießt einfach nur... Das schießt einfach nur den Haaren, die Krone vom Gockel. Sicherheitstür. Der sieht auch total sicher hier aus, klar. Was ist denn eigentlich mein Plan? Nein, wirklich, in so einer Situation sollte man einen Plan haben und nicht einfach wahllos immer wieder in die U-Bahn zurückgehen. Aber wir gehen einfach immer wieder in die U-Bahn zurück. Das ist super bescheuert, was wir hier machen. Okay, na gut. Also vielleicht hätte ich mich einfach verschanzen sollen mit meinem Telefonhörer. Was ist das hier für ein Ort? Ich kann die kleinen Kisten vor mir hertreiben. Großartig. Kann ich die irgendwie anheben? Also nur wegschieben. Hä, ich kann springen? Oh nein. Muss ich die aufeinander stapeln? Ach so. Ich wusste nicht mal, dass ich was packen kann. Aber ich kann anscheinend was packen. Ja, das sieht super aus. Dankeschön. Ja. Ich war immer scheiße in Lego. Wenn ihr mich fragt, Lego und Bauplätze waren immer mein Albtraum. Okay, schön. Schön. Aber das Game hat schon so ein bisschen Interaktion. Das gefällt mir. Wie geht's weiter? Wahrscheinlich geht's hier weiter. Was ist hier drüben? Nee, ist nur unheimliches Licht. Das sieht doch null wie eine U-Bahn aus. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwo eine U-Bahn so aussieht. Okay. Einfach auf.
Hey, aber hier ist nichts. Vielleicht muss ich eine Tür nach der anderen aufmachen. Ja, natürlich. Natürlich, sowas kommt in der U-Bahn vor. Sag mal, wer ist denn euer Sicherheitsinspekteur? Wenn ich hier reingehe, verbrenne ich wahrscheinlich. Kann ich da überhaupt reingehen? Ich habe Lebenspunkte. Ich habe Lebenspunkte, die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Okay, gut, ich habe mich verbrannt. Das ging schon mal gut. Ich habe mein ganzes Fresse verbrannt. Läuft gut bei mir. Dachte einfach nur, dass man bei dem Spiel gar nicht sterben kann. Man kann anscheinend sterben. Okay. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen intensiver. Der frisst ihn! Okay. Sagen Sie mal, Mr. Obdachloser, sind Sie noch da? Nein. Doch. Ja, vielleicht. Hier überall Funken über meinen Kopf. Alles ist düster, ich sehe nichts mehr. Okay. Einfach mal umdrehen. Einfach mal umdrehen. Hier rüber gehen stattdessen. Wo nicht der kannibalistische Obdachlose wohnt. Großartig. Wir nennen ihn immer noch den Lange Lutz. So, bitte Lange Lutz, töte mich nicht. Okay, damit ist das Feuer wahrscheinlich abgedreht. Oh, der Scheiß. Er ist hinter der Tür. Okay, ich bin so angespannt. Sag mal, wer lässt einen denn hier arbeiten ohne irgendwas? Ich höre was. So, als würde mir jemand nachrennen. Ohne irgendwie einen Schlagstock oder einen Taser oder irgendwas. Am besten Flammenwerfer, ohne Scheiß. Oh, Flammenwerfer, wir können jetzt hier durch. Wir sind jetzt keine Flammen mehr. Sehr gut, eine beleuchtete Tür. Es ist alles so dunkel hier unten. Ihr seht es ja ein bisschen heller. Ich mache ja die Videos für euch ein bisschen heller, damit ihr was sehen könnt. Aber für mich ist es super dunkel hier. Und ich sehe fast absolut nichts. Okay, hier komme ich nicht rüber. Hier kann ich machen, was ich will. Hier komme ich nicht rüber. Ja, und überall sind Funken. Mein Gott, meine schönen Haare. Hoffentlich fangen die keine Flammen. Hätte ich die Türe nicht aufmachen sollen? Ich bin aufgewacht. War das alles nur ein Traum? War das alles nur ein schrecklicher Traum? Er hat mich so gejumpscared. What the Scheiß? Okay, ich bin wohl noch am Leben. Bin wohl noch am Leben. Er hat mich angefallen. Wie einfach der All You Can Eat Andy beim Sushi-Buffet. Okay. Keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht bin ich schon tot. Und das ist jetzt nur noch mein Nachleben. Ich weiß es nicht. Okay. Das hat mich sehr gescared. Die Nachbarschaft, die kommt mir bekannt vor. Ja? Ah, da ist einer auf den Legostein getreten. Ich hab's ganz genau gehört. Ganz genau gehört. Also, für die Einordnung, Legostein, Schwangerschaft, Nierenstein. Okay. Ganz, ganz wichtig, immer euren Kids sagen, sie sollen ihr Lego aufräumen. Schrecklichste Schmerzen ever. Okay, Ramen-Nudeln haben wir hier. Sehr schön. Gehen wir jetzt in diesen Nachtclub. Hallo. Bin bereit für die Damen. Und für die Herren. Ziemlich dunkel hier im Nachtclub. Sogar sehr dunkel hier im Nachtclub. Gehen wir mal ein bisschen an die Sicherung rum. Großartig. Jetzt kann die Party losgehen. Aber wo ist denn die Party eigentlich? Nein, ich habe wirklich Fragen, wo ist denn die Party? Ah ja, ist der beste Aufzug ever. Freut mich total. Wir sind anscheinend in einem Apartmentkomplex. Würde ich jetzt mal tippen. Wer bist du denn schon wieder? Was stimmt mit dir, Typ, nicht? Den kenne ich aus Graveyard Shift oder so. Der sieht genauso aus, jetzt ist er wieder weg. Nein? Lass mich verkackt ein. Steht hier einfach dieser Typ. So, in welchen Stock wollen Sie? Wollen Sie auch zur Party? Cool, fahren wir mal zusammen. Ich beobachte dich. Und du beobachtest mich. Ja. Und jetzt? Da ist ein Pipi-Mann. Haben Sie den gesehen, Sir? Haben Sie hier den Pipi-Mann gesehen? Haben Sie das gezeichnet? Sie sind ein großer Künstler. Oh nein, er hat sich den Hals verrenkt. Ja, das kenne ich, steifer Nacken. Total doof sowas.
Machen Sie es gut. Ich rufe, ich gebe Ihnen die Nummer hier meines Physiotherapeuten. Das wird mit dem Nacken wieder. Wird mit dem Nacken wieder, keine Sorge. Machen Sie sich überhaupt keine Sorgen. Der kriegt das wieder hin. Ja, was so, als wird jemand telefonieren. Jetzt kommt schon wieder jemand. Okay. Ist das mein Apartment? Verfolgt ihr mich gerade in mein Apartment? So, ganz blöd. Wie kann es schlimmer werden? Ah, verstörende Musik. Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Police line, do not cross. Wurde jemand umgebracht? Schauen wir uns mal an. Jetzt ist wieder gut. Die Türen hier sind auch scheiße. Okay, hier gibt es ein paar Beweise. 32. Da kann ich das aufmachen? Nee, nee, ich möchte da rein. Ich möchte rein, ich möchte wissen, was es hier gibt. Das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir echt nicht weiter. Die Lampe drehen auch nicht. Okay, es wurde jemand umgebracht hier. Das wissen wir jetzt anscheinend. Keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht muss ich nach unten gehen. Ich bin mir aber nicht sicher. 2 seconds later. Ja, hier spielt komische Musik. Die Skyline ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Schau dir mal das an. Sind mitten in der Großstadt New York, der Big Apple. Ah, es geht weiter nach oben. Hoppala, ich habe die Treppe übersehen. Dann nehmen wir am besten die. Nehmen wir am besten die. Okay, wir bleiben lieber mal nicht auf dem Stockwerk, wo einer umgebracht wurde. So irreführende Geräusche die ganze Zeit. Ja, es ist Silent Hill ist grüßen. Nee, ohne Scheiß, Silent Hill ist dagegen ja Luxus-Apartments. Ja, was steht denn hier? Räumungsklage. Okay, es wurde nicht gezahlt. Joe Smith hat nicht gezahlt. Wegen Rentenrückstand. Müssten Sie ausziehen? Bitte nehmen Sie alles mit, was Sie haben. Ihr Vermieter. Hallo? Haben wir vielleicht jemand raus? Sind wir der Vermieter? Sind wir der Vermieter? Nee, aber wir haben doch keine Kohle, hat er gesagt. Dass wir für einen Hungerlohn arbeiten. Ich denke, das könnte das Haus sein, in dem wir gelebt haben, als ich ein Kind war. Was? Was? Really? Das ist der Breezer! Das ist der uralte Breezer! Mein Gott, bitte behandelt eure Breezers besser. Das ist ganz wichtig. Liebe Güte, wie unheimlich, die Toilette. Wir haben die alte Toilette gefunden. Wir haben die alte Toilette gefunden. Bitte nicht hier Pipi machen, sonst könnte man sich ein kleines juckendes Ekzem am After holen. Okay, einfach mal weiter in die Richtung. Jetzt auch offen. Hier habe ich gelebt als Kind. Ja, cool. Hat eine richtig schöne Kindheit. Mein Gott, ohne Schmarrn, die Kakerlaken haben uns ausgelacht, weil sie mehr zum Essen hatten als wir. Okay, hier haben wir den leeren Raum. Ja, das war immer. Das ist das Kinderzimmer. Wir durften immer mit dem leeren Schrank spielen. Das war. Spaß. Medikamente ohne Ende. Pillen. Amoxicillin für Infektionen ist das. Ich wollte gerade sagen, sind das irgendwelche Psychopharmaka, aber nein. Sind tatsächlich keine Psychopharmaka. Das ist anscheinend Antibiotikum. Spray? Pillencontainer. Omeprazol ist ein Magenmedikament. Ja, Spritzen haben wir hier. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Irgendwer hat hier eine Infektion und Sodbrennen? Nein, wirklich. Einer hat eine Infektion und Sodbrennen? Vielleicht haben sich die Macher nicht informiert, was Omeprazol ist oder so. Omeprazol ist wirklich gegen Sodbrennen. Okay, cool. Dann schauen wir mal hier weiter. Dachten sich, das wird schon irgendein unheimliches Medikament sein. Rotzfinster hier. Hallo, kleiner Timmy, na, hast du Spaß in deinem Raum? Du hast sogar eine Lampe.
Und du hast Müllsäcke zum Spielen. Und ein Auto. Ich habe mein Auto verloren. Kann es jemand finden? Ich muss dieses Auto finden. Überhaupt kein Problem, kleiner Timmy. Ich suche dir dein Auto. Ich suche dir dein Auto. Wo könnte es denn überhaupt sein? Nein, ich bin wirklich nicht gut in Autos suchen. Ohne Scheiß. Also solche Sucheaufgaben, die dauern bei mir ewig. Also wir sehen uns wahrscheinlich in 7 Stunden. Wo soll ich denn das Auto herkriegen? Könnte es sein, dass es hier jetzt aufgeht? Nee. Vielleicht brauche ich einen Schlüssel für hier. Ja, hier ist halt auch absolut nichts, würde ich sagen. Ja, ich komme ja schon. Coming! Wer ist denn an der Tür? Da hat jemand einen kleinen Brief unten drunter geschrieben. War ich wieder beim Sex zu laut? Ist es nicht fantastisch, wie wir uns gleichen? Ja, aber du isst Menschen und ich nicht. Das ist der Unterschied an der Sache. Ohne Schmarrn, du schnabulierst Menschen auf. Das mache ich eher selten. Hey, hier ist kein Auto drin, wie ich sehe. Wo könnte so ein Spielzeugauto sein? Warum muss ich denn den kleinen Timmy bespaßen? Nein, wirklich, warum muss ich den kleinen Timmy bespaßen? Was ist denn das? Das ist meine Dildo-Sammlung. Das ist meine Lustbringer-Sammlung. Der Lustbringer 3000. Oh, yeah. Wo finde ich ein Auto für den kleinen Timmy? A few moments later. Na, Timmy, kann ich dir Omeprazol bringen? Bist du auch damit zufrieden? Können wir einen Deal machen? Du spielst einfach stattdessen mit Omeprazol. Mal ich und mein Freund Omeprazol, lalala. A little longer than a few minutes later. Der Schrank geht auf, tatsächlich, mein Gott. Ach komm, das ist doch gemein. Das ist doch super gemein. Diese, ja, ist ja gut mit unheimlichen Geräuschen, jetzt reicht's dann. Jetzt kleinen Timmy, ja, du klopfst und so weiter, bla bla bla. Ich bringe jetzt Timmy sein Auto. Hier, kleiner Timmy. Okay. Du machst dir Spaß. Du bist der kleine Timmy. Also ich muss sagen, ich fand dich als Kind viel süßer. Nein, wirklich. Ich fand dich als Kind süßer. Das macht's nicht besser. Nein, wirklich, das macht's nicht besser. Es macht es nicht besser. Was ist denn dein verdammtes Problem? Hat dir nicht in der Schule mal jemand beigebracht, nicht so creepy zu sein? Das ist kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Wo bin ich denn jetzt? Ich schwebe über das Meer? Nein, wahrscheinlich ist es ein Fluss. Oder vielleicht doch das Meer? Völlig losgelöst von der Erde. Ich bin Jesus Christus und du auch? Bist du auch dem Jesus Christus Fanclub beigetreten und gehen wir jetzt über Wasser? Er hasst die Stadt genauso wie ich es tue. Ey, der hasst anscheinend wirklich die Stadt. Ey, geht's dir gut? Irgendjemand? Ach du liebe Güte, habe ich immer was angetan. Hab ich wirklich so einen Heimatlosen? Ja, tatsächlich. Das bin ich. Und dieses Ding steht hinter mir. Du bist ein Sünder. Es ist meine Schuld, steht auf dem Boden. Ich habe ihn nicht getötet. Ey, wir sind anscheinend vielleicht ausgeflippt und haben jemand umgebracht. Vielleicht sind wir auch einfach so depressiv gewesen, weil wir nichts haben und arm sind. Sie jemand überfallen haben? Innere Dämon. Okay. Was geht denn hier ab, Alter? Es gab einen schlimmen Unfall. Andererseits habe ich hier eine Schrotflinte. Bitte, was? Ich habe eine Shotgun. Der will mich beschuldigen des Mordes. Ich muss ihn umlegen. Jawohl, also schaut's aus. Hier, der Harley-Unfall hat mir eine neue Shotgun verpasst. wie viele Kugeln habe ich? Hoffentlich nicht genug. Komm, lad nach. So, komm her, mein geierartiger Freund. Ich glaube, den gibt's gar nicht. Ich glaube, jetzt wird's ganz finster.
Ich, was wir jetzt mitbekommen, ist, dass ich wahrscheinlich wieder aus Versehen Unschuldige erledige. Gott ist tot. Ja, natürlich ist er tot. Jawohl, ja. Das nenne ich meine Shot-Frequenz. Mhm. I'm ready. Es war nicht meine Schuld. Kannst mich mal. Ich habe eine Shotgun. Jetzt ist Doom-Zeit. Gott ist tot. Ja, Gott ist tot. So, wie schon Goethes Erben erkannt haben. Oder Nietzsche. Alter, was geht denn jetzt mit dem Game ab? Warum sind wir denn jetzt beim Shooter? Musst du auch diese typischen Bewegungen machen bei Doom. Und jetzt kickt die Doom-Musik rein. Boah, der hat mich erwischt, der Penner. Du bist tot. Lief richtig gut für mich. Hallo? Er continue schon. Oh nein, warum hat der nicht... Der hat mich so hart erwischt. Okay, ich bin bereit. Diesmal bin ich der Real Doom Guy. Er hat mich irgendwie zu schnell erwischt. Das war ganz dumm. Also, her mit der Ausrüstung. Jawohl, so schaut's aus. Ja, innere Dämonen. Ja, jetzt wird Gas gegeben. Sehe ich sofort. Nachladen. Wir brauchen ein volles Mac. Jawohl, ich glaube, ich muss hier durch. So, hier kommt der Typ. Das heißt, wir müssen Gas geben nach hinten, wenn der auftaucht. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Jawohl, so schaut's aus. 3 Schüsse von der Shotgun. Tankt er. Okay, kein Problem. Ich bin ready. Wir haben anscheinend unendlich Munition. Das ist genau mein Ding. Was steht hier? Ja, Gott ist tot. So sehe ich das halt auch. Okay, ich muss aufpassen, dass er mich nicht einfach so erwischt. Wenn er auftaucht, ab nach hinten und gib ihm. So. Hier sieht's richtig schön beleuchtet aus. Das freut mich. Hier taucht er wieder auf. Ich bin mir ganz sicher. Ja, kannst du noch mich zuhumpeln? Ich hab keine Gnade, auch nicht verhumpelnden, du Zipfel. Oh, hier ist eine Party am Laufen. Ernst gut. Kann hier in so verschiedene Richtungen gehen. Innere Dämonen. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen da, wo die Party am härtesten kickt. Oh, wie süß. Schaut euch mal das an. Kinderzeichnungen. Wie creepy. Nein, wirklich, wie creepy. Jetzt kommt der Typ wieder angeschossen. Bin mir ziemlich sicher. So, komm her. Eigentlich nur so. Das mal vergessen. Hey, der schluckt immer mehr. Überhaupt kein Problem. Ich bin eine Bleispritze. Ihr habt dich von Anfang an nicht leiden können. Warum? Weil dein Pipi-Mann ein bisschen größer als meiner ist. Das stimmt nicht. Ich hab gemessen. Er ist trotzdem kleiner, obwohl er 7 Meter groß ist. Ich habe ihn erwischt. Nein, you are dead? Hä? Okay. Nein, muss ich das Ganze jetzt nochmal? Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich muss das Ganze nochmal machen. Ich glaube, es hat ein Millimeter gefehlt. Es hat, glaube ich, wirklich ein Millimeter gefehlt. Und ich glaube, ich habe ihn tatsächlich zeitgleich getötet, während ich gestorben bin. Okay, nochmal das Ganze. Der Geier heißt er. Sehr krasser Name für dieses Ding. Ich kann sogar ranzoomen. Komm her. Komm, ich weiß, du kommst in die Ecke. Jawohl, zerblastert habe ich ihn. Okay. Das ist anscheinend Millimeterarbeit. Ihn kalt zu machen, den Typen. Ein bisschen zu knapp bemessen vielleicht. Oh nein, ich bin in eine Sackgasse gerannt. Okay, da geht's weiter. Und da zeigt er sich auch das zweite Mal. So, komm her. I'm ready. Okay, den habe ich gut erwischt diesmal. So, hier geht's weiter. Come at me, bro.
Komm, ich bin bereit, wenn es du bist. Okay, jetzt kommt die Herausforderung. Ich glaube, ich muss das volle Magazin in ihn reinpusten, damit er im Arsch ist. Ich habe nicht viel Zeit, nach hinten wegzuweichen. Komm. Komm, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Jawoll, diesmal habe ich ihn erwischt. So, Schatz, Ass auf die Knie. Passiert mit jedem, der hier sich mit Sicherheitsmann Albert anlegt. Jetzt leuchten seine Augen gar nicht mehr. Ich glaube, was ein ganz schlechtes... Einen zu grinsen. Ein ganz schlechtes Zeichen ist. Albert, nachdem er den Guy getötet hat, hat sich bei der Polizei gemeldet. Die haben keinen Körper oder irgendwas gefunden, was auf seine Existenz hindeutet. Er hat versucht, die Officer zu überzeugen, dass der Mord an dem Mann im Bathroom tatsächlich vom Geier gemacht wurde. Aber tatsächlich haben sie herausgefunden, dass Albert ein Psychopath war und er hat den Mord gestanden. Das letzte schreibe ich euch unten hin. Okay. Okay, sehr irres Ende. Aber das dachte ich mir schon, das ist ja alles ein Hinweis. Witzigerweise, als die erste Einblender kam, dachte ich mir schon, oh nein, wahrscheinlich sind wir den Mörder oder so. Da sind wir der Killer. Oh, wie krass. Oh, schau mal auf das Bild rechts oben. Da sieht man einen unheimlichen Geiermann. Na gut, ich hätte es besser gefunden, wenn du nicht so krass drauf zoomen würdest. Jetzt sieht ihn wirklich jeder blinder. Dankeschön. Er willst vielleicht nochmal. Willst du einen roten Pfeil beifügen? Nein, das ist ja der Witz an solchen Geisterfotografien, dass man es erst auf den zweiten Blick sieht. Homeless. Obdachlos. Ja, genauso wie ich mich fühle und ausschaue. Von Dark Phobia Games. Ja, jetzt schauen wir noch das Outro an und dann sehen wir uns gleich wieder im Hauptmenü. Ja, und da sind wir wieder, liebe Kultisten. Das war Homeless und ich fand das Game richtig, richtig gut. Es ist Horror gut gemacht, weil am Schluss wussten wir nicht wirklich, existiert diese Kreatur wirklich? Hat diese Kreatur die Leute umgebracht? Haben wir die Leute umgebracht? Weil wir haben ja gesehen, dass wir mit so einem Messer umgehen. Was ich ein bisschen schade fand, oder vielleicht hat uns die Kreatur auch dazu gebracht, dass wir Leute umbringen, dass sie eine Art Besessenheit von uns geworden ist. Wir haben ja gesehen, wie die Kreatur hinter uns steht, als wir was Schreckliches machen. Ich muss sagen, das ist Horror richtig gut gemacht. Die Kreatur habe ich noch nie gesehen. Es baut langsam die Stimmung auf. Es hat verschiedene Phasen. So eine Exploration-Phase, dann hat es die Phase, wo man sich die ganze Zeit verfolgt vorkommt, wo man fliehen muss vor dem Ding, dann so ein bisschen eine Story-Phase und am Schluss sogar noch eine Action-Phase. Das Game hat einfach alles richtig gemacht, wie ich finde. Besonders gibt es dann noch ein bisschen Zeit zum Nachgrübeln, was wir da alles gesehen haben, was ganz schön finster ist. Mich würde nur interessieren, wer dieser Stranger ist. Habt ihr da eine Theorie, wer dieser Mann ist mit diesen leuchtenden Augen und was der hier zu suchen hat? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, was das zu bedeuten hat. Ja, aber ich fand's geil. Und ich würde jederzeit wieder hier die Obernwache Albert spielen. Hallo, hallo. Auf jeden Fall würde ich den machen. Besonders, wenn ich ein Megafon kriege. Das ist mega, das Megafon. Und wenn's euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo. Oder hittet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.